Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Minecraft nach 1000 Jahren. Ja, was ist denn jetzt hier los? Ich erkläre euch das jetzt. Ihr wisst, die mein Minecraft-Let's Play treu verfolgt haben, wissen, dass Minecraft hier auf dem Kanal auf Eis gelegt ist. Und einige, die diesen Trailer damals gesehen haben, wissen aber auch, dass es irgendwann weitergeht. Ja, geplant war ja, weil mir Minecraft so nicht mehr ultimativ die Laune gemacht hat. Auf der Konsole habe ich es hier auf Eis gelegt, weil wir halt keine Mods haben, ne? Ist halt ein bisschen öde mittlerweile, so Standard zu spielen, und ja, jetzt kam es aber zu einem Problemchen. Oh, guck mal hier, Sanctuary, ne, oder? Und zwar, ist mir in den letzten paar Wochen immer mal wieder aufgefallen, dass sich Minecraft gewünscht wird. Hätte ich aussehen. Also, es kam immer mal wieder vor, da habe ich dann gelesen, hey, ich vermisse Minecraft, hey, machst du mal wieder Minecraft, ich würde mir wünschen, dass du mal wieder Minecraft machst. Ich vermisse dein Minecraft-Let's Play, dies, das und jenes, ne, also, ja. Ihr wisst, ich gehe ja gerne auf eure Bedürfnisse ein, wenn das vermehrt vorkommt, diese Nachfrage. Nur das Problem ist halt, ich habe immer noch keinen Rechner und kann mein Minecraft-Projekt halt nicht starten. Wir sind bei Folge 195. Ja, haben wir da halt auf Eis gelegt, wie gesagt, und die Frage ist, was mache ich jetzt? Ich könnte natürlich mal gucken, ob wir einfach eine neue Welt nochmal starten für ein paar Folgen. Die Frage ist nur, wie lange geht das und wie kann ich das durchziehen, weil ich bin ja schon mit GTA ein bisschen überfordert momentan, weil ich kaum Zeit durch Arbeit und so weiter habe. Da weiß ich nicht, wie ich jetzt auch noch Minecraft machen kann. Also ich kann versuchen, Minecraft auch wieder ein bisschen zu machen hier. Ich weiß, super beliebt ist das nicht. Es wird wahrscheinlich auch nicht besonders viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Dann werden wahrscheinlich auch wieder nur so ein paar Leute zuschauen, wie bei Skyrim ungefähr. Aber ihr wisst ja, mir ist das ja egal. Ich mache das ja für die, die es halt gerne wollen. Ich brauche ja nicht die 10, 20, 50.000 Klicks pro Video oder sowas. Das interessiert mich ja nicht. Aber ich kann euch auf jeden Fall nicht versprechen, dass es täglich wird oder überhaupt regelmäßig. Weil Minecraft ist bei mir halt ein bisschen, ja, ich sag mal, ausgelutscht, was die Konsolenversion angeht. Ich meine, die liefern immer wieder Updates und so weiter, aber jeder weiß, Minecraft ist heutzutage eigentlich immer nur noch dieses PvP-Zeugs und sowas Cooles. Aber Leute, wartet mal kurz, ich muss mal kurz mein Headset stumm machen. Ich habe hier irgendwie einen Frosch im Hals. So, ja, PvP, die ist das, so regulären Let's Plays, bauen und so weiter. Das kommt vielleicht beim Gronkh gut an, aber bei vielen anderen ist das einfach, das ist keine Sache. Aber ihr wisst ja, ich mache trotzdem meistens so, wie ich Bock hab. Die Pritwin, cool. Ja, also stellt sich jetzt die Frage, wie mache ich das? Also ich habe auf jeden Fall, glaube ich, keine Kraft darauf, wieder neue Map auf Überleben anzufangen. Weil, das macht vielleicht ein paar Stunden Spaß, wieder Sachen abzubauen und so weiter, aber irgendwann kommt dann der Frust, man findet keine Diamanten oder will das und das bauen und so weiter und so fort. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir einfach eine neue Welt auf. Ich dachte mir einfach, wir nehmen die Tutorial-Welt, die neue, und generieren dann drumherum neue Welt, und in der neuen Welt bauen wir, und die Tutorial-Welt haben wir einfach so, keine Ahnung, aus Spaß. Dann haben wir ein bisschen was in der Welt, ein bisschen was Besonderes. Weil einfach so eine ganz neue Welt, das ist einfach, das ist nichts mehr für mich. Jedenfalls nicht auf der Konsole. Deswegen müsste ich mir da was einfallen lassen. Und zwar machen wir dann so, und ich werde kreativ aber spielen. Also eine Mischung aus Überleben und kreativ, würde ich sagen. Wahrscheinlich größtenteils kreativ. Weil, ja, ihr wisst, ich habe schon sehr viele Welten angefangen auf der Konsole und immer wieder aufgehört, weil wir die neuen Maps wollten. Das ist ja so das große Problem bei der Konsole. Man kann seine Welt halt nicht updaten sozusagen. Hier gibt es keinen Editor, der mir irgendwie ermöglicht, meine Häuser sozusagen zwischenzuspeichern und in einer neuen Welt einfach neu zu generieren. Man muss immer wieder alles neu bauen, wenn man neue Biome und so weiter haben will, und das ist echt nervig. Deswegen dachte ich mir, gehen wir einfach in den Kreativ. Da kann ich mir nämlich immer alles spawnen, was neu ist. Da haben wir da halt keine Probleme mehr. Und im Notfall kann man mit Terraforming sich ein eigenes Biom schaffen, was neu ist. Deswegen würde ich sagen, machen wir das dann so, wenn überhaupt, ja. Ich kann euch, wie gesagt, nicht versprechen,
dass ich hier täglich Minecraft wieder abliefere. Das geht nicht. Ich schaffe das schon mit GTA Online nicht. GTA Online ist natürlich ein anderer Fall, weil ich da Mitspieler immer suche. Da muss ich immer alles vorbereiten und so weiter. Deswegen kommt das auch eher seltener regelmäßig. Vor allem haben wir da das Ziel von 1000 Folgen. Ob ich das noch schaffe, also vor GTA 6 wahrscheinlich, weil GTA 6 wird noch auf sich warten lassen. Da GTA Online sehr erfolgreich ist noch. Die werden da also noch ein bisschen ausschlachten, was Geldmacherei angeht und so weiter. Ist jetzt nicht böse gemeint. Und ja, Minecraft. Ich werde wahrscheinlich anfangen auf jeden Fall mit einer neuen Karte dann, wie gesagt, in Kreativ. Und irgendwann werde ich vielleicht auch noch Spieler mit dazu holen, die dann auch bauen dürfen. Natürlich unter einem sehr strengen Auge. Ich habe das schon ein paar Mal versucht und immer wieder wurde Scheiße gebaut. Und ja, diesmal einfach so, dass wenn einer Mist baut, irgendwie was zerstört heimlich oder keine Ahnung, halt irgendeinen Schwachsinn baut so. Oder sich nicht an irgendwelche Regeln hält, dann fliegt er halt direkt wieder raus. Aber ob ich das mache, weiß ich noch nicht. Ich versuche das jetzt einfach nur, weil sich das einige gewünscht haben irgendwie. So richtig schöne Nachrichten vollgestopft bei Facebook, hier bei YouTube in den Kommentaren, im Postfach, überall. Na, das kenne ich doch hier. Da war ich auch schon mal bei Fallout. Ja, ja, kann mit Hilfe einer Schaufel ab. Ja. Ich habe eine Menge neue Sachen. Ich wollte gerade mal gucken. Es soll angeblich neue Monster geben. Ich frage mich gerade, ob man diesen Schalker kenne ich noch nicht. Wächter, ja doch. Kuh, Huhn, Tintfisch, Wolf, Pilz, Kuh, Ozelot. Pferdeselmoor. Kaninchen, Eisbär. Leute, habe ich auch noch nie gesehen, Eisbär. Das ist halt so mein Problem. Irgendwie habe ich auch immer Pech mit der Generation von Maps. Ich habe nie Eisbiome und so weiter. Das ist voll der Scheiß. Ich habe keinen Plan, warum, aber naja. Naja. Keine Ahnung, was das für Dinger sind. Ja, die sehen jetzt ein bisschen hirnamputiert aus, weil das halt das Mesh-Up-Pack ist. Oh Mann, ich gehe ja gerade mal raus, sonst kriege ich wieder Ärger mit der GEMA und so weiter. Braxfeld. Also ich werde eine neue Map erstellen auf jeden Fall und ja. Und dann gucken wir mal, ne? Ich kann euch, wie gesagt, nicht versprechen, ob ich hier regelmäßig Videos raushaue, ob jetzt in Kürze überhaupt was kommt. Und ja, keine Ahnung. Neue Map. Ja, die sieht schon mal ganz geil aus. Wow. Okay. Also wir werden diese Welt hier zum Beispiel jetzt als Startpunkt benutzen. Wir werden dann einen neuen Seed drumherum generieren. Okay. Heftig. Sieht heftig aus hier, würde ich mal behaupten. Nicht übel. Grobe Erde. Aber hier ist eine Menge dazugekommen auf jeden Fall. Und welches Texture Pack ich benutze, ist auch so die Frage. Ich denke mal, ich werde erstmal hier das normale benutzen, Original. Und natürlich eine eigene Playlist versuchen wieder einzubauen. Das geht ja mittlerweile, glaube ich. Dass das im Hintergrund läuft. Ich habe das sogar schon eingestellt, glaube ich. Oh nein. Ja, ja. Wie das mit den Capes funktioniert, habe ich keine Ahnung. Hätte ich jetzt gerade mal angucken sollen. Aber wisst ihr Bescheid? Jetzt habe ich das doch gerade irgendwie gemacht. Lol.
Kann ich hier nicht umbauen? Nee, scheiße. Ich glaube, ich muss von höher springen irgendwie, aber dann bin ich tot. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt Bescheid. Und ja, eine Menge neue Sachen hier, lustig. Ja, komm, geht mir um den Sack hier mit deinem Tutorial-Mühl, ey. Okay, so viel dazu auf jeden Fall. Ich muss mal schauen. Einfach mal abwarten, Leute. Und dann gucken wir mal. Ich werde auf jeden Fall den Seedrum mal rumgenerieren. Das mache ich jetzt kurz noch. Dann werden wir auf jeden Fall im Kreativmodus durch die Gegend flattern und uns einen schönen Platz aussuchen. Ja, dann gucken wir mal, ne? Weil auf Überleben, ich hätte schon Bock auf Überleben, aber das habe ich immer mal zwischendurch und nach ein paar Stunden habe ich dann keinen Bock mehr. Das, wie gesagt, das geht erst so richtig weiter, wenn ich einen Rechner habe, der da alles packt, was ich so haben will. Und dann gucken wir mal. Jetzt kann ich hier die vergrößern. Das Ende ist auch alles neu, ja, ja. Naja, gut. Wenn das neu generiert ist, ich guck mal. Ich gucke mal. Ich versuche es ein bisschen, aber wie gesagt, GTA ist momentan ein bisschen im Vordergrund. Vor allem habe ich auch irgendwie Lust auf GTA in letzter Zeit wieder. Na, das Update gefällt mir recht gut, auch wenn es überteuert ist. Aber naja, für die Jungs und Mädels, die sich das so wünschen, da gehe ich gerne auf eure Bedürfnisse ein. Ihr wisst, ich mache das gerne, aber wie gesagt, müsst leider berücksichtigen, dass ich halt ein, ja, ein Berufsleben habe, was ziemlich... ja, in die Knochen geht, ne, also ich will nicht rumheulen, aber ist halt anstrengend, deswegen habe ich ganz ehrlich gesagt abends keinen Bock mehr auf irgendwie zocken oder so weiter, gucke ich noch zwei, drei Serien und dann gehe ich schon wieder schlafen, deswegen, ja, Urlaub steht auch in weiter, weiter Ferne, von daher müssen wir mal gucken, wie das alles so klappt. Also dann, ich bedanke mich auf jeden Fall, ich schau mal, dass ich euch den Gefallen hier tun kann und Minecraft wieder zurückbringe für, ich sag mal, für einen Anfang vielleicht. Gucken wir mal, ob wir bis Folge 220 kommen. Vielleicht 250. Schauen wir mal, je nachdem, wie viel Spaß mir das alles macht. Ne? Die Folgen werden allerdings auch keine Überlänge haben wie Skyrim oder so. Es werden 10 bis 15 Minuten Folgen, vielleicht 20 Mal. Weil, wie gesagt, ich habe auch Probleme mit dem Rendern. Es wird kein Intro, kein Outro geben. Ne, mein Rechner hier, der greift aus dem letzten Loch. Ist ein Wunder, dass ich noch aufnehmen kann. Und wie gesagt, da ich ja auch, das habe ich schon mal irgendwann erwähnt, da ich ja wieder fett im Arbeitsleben endlich drin bin und einen hoffentlich sicheren Job habe, jedenfalls bis Ende Februar fürs Erste, bin ich am gucken, dass ich einen Rechner kriege. Ja? Ich werde auf jeden Fall sehr, sehr viel zurücklegen von dem, was ich bekomme. Ich habe zum Glück momentan wenig Ausgaben, obwohl, ne, da fällt mir gerade wieder ein, ich muss mein Auto reparieren, scheiße. Aber ich gucke auf jeden Fall, dass ich irgendwie bald mal an den Rechner komme und dass hier alles weitergeht. Halo soll ja auch noch kommen, liegt alles auf der Festplatte, muss noch gerendert werden. Ja, Leute, so ist das Leben, ne? Also dann, ich bedanke mich und wir sehen uns, wir hören uns. Vielen Dank. Lasst ein Like da und keine Ahnung. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss.